Ein mit 26 Tonnen Holzhackschnitzeln beladener LKW ist am Montag auf der Bundesstraße 1 umgekippt. Der Sattelschlepper war gegen 11.45 Uhr zwischen der Landesgrenze und Bahntrupp unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn der B1 abkam. Die Ursache für den Unfall ist unklar. Der LKW überfuhr den Geh- und Radweg, riss neben der Fahrbahn zwei Bäume um und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer des Sattelschleppers war in seiner Kabine eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Ihn befreite die Feuerwehr durch die Tür. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Bergung des Sattelzuges dauerte mehrere Stunden, weil die Ladung erst mit dem Bagger aus dem Auflieger geholt werden musste. Hierum kümmerte sich die Bahntruper-Firma TTS Trompeter. Ein Abschleppdienst aus Bad Salzuflen war im Einsatz, um das schwere Unfallfahrzeug zu bergen. Die Feuerwehr nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf und schaffte die auf dem Gehweg liegenden Bäume zur Seite. Alarmiert worden waren die Freiwillige Feuerwehr Bahntrupp und die Einheit Sonneborn. Sie waren mit etwa 20 Kräften vor Ort. Die B1 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Das Problem, was ich sehe, ist, dass man nicht mehr.